Wir schaffen mit dieser Präsentation einen kurzen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Es ist ja auch schon vermehrt gefallen, dass es dazu viele verschiedene Studien gibt. Wir haben uns jetzt für diesen Beitrag vor allem auf vier Studien konzentriert. Ganz kurz, dass die Namen einmal genannt sind. Das ist die KIM-Studie von 2022, die JIM-Studie von 2023. Dann ist es die sogenannte Fair-Five-Studie, die sich konkret mit dem Einfluss von Influencern auf das Konsumverhalten Jugendlicher beschäftigt, auch aus dem Jahr 2023. Und die Kinder- und Jugendstudie 2022 haben wir noch mit ins Boot genommen. Wir haben jetzt den Fokus auf verschiedene Gliederungspunkte gelegt. Wir starten mit der Medienausstattung von Kindern und Jugendlichen, schauen uns dann die Nutzungszeit im Internet an, was die Nele vorhin ja sogar schon in den Raum geschmissen hat, als es um die Influencer ging. Schlagen einen Bogen zu den Internettätigkeiten von Kindern und Jugendlichen, indem wir einmal uns mit den Nutzungshäufigkeiten von Apps beschäftigen und dann auch konkret mit der Social-Media-Nutzung. Und am Schluss schließen wir den Gesamtblick, indem wir nochmal auf die Influencer konkret schauen. Wer sind aktuell beliebte Influencer und was für Erkenntnisse lassen sich exemplarisch aus der Fair Five und der JIM-Studie dazu fassen? Wenn wir auf die Medienausstattung schauen, dann kommt in der KIM-Studie als Ergebnis von den Erziehungsberechtigten in diesem Fall getätigt, dass Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren durchaus schon über eigene Geräte verfügen. Wir sehen hier, das Smartphone dominiert mit ungefähr der Hälfte. Das heißt, dass Kinder und Jugendliche durchaus über Smartphones auch in jungem Alter schon verfügen. Wir sehen hier, das ist in der Grafik nicht abgebildet, aber wir sehen einen deutlichen Anstieg mit zunehmendem Alter innerhalb der Kindergruppe. So sind es bei 6- und 7-Jährigen noch ungefähr 9%, die ein eigenes Smartphone besitzen. Mit 11 bis 12 Jahren sind es dann schon um die 80%. Wir sehen, dass explizit bei Kindern Laptop und Tablet noch relativ wenig vertreten ist, sondern dass wirklich das Smartphone das dominante Medium ist, mit dem gearbeitet wird oder mit dem konsumiert wird. Die Nutzung zeigt, dass die Internetnutzung, die durch diese Geräte stattfindet, ganz oft alleine erfolgt, ohne Erziehungsberechtigte, ohne Kontrolle, auch schon bei jungen Kindern. Ungefähr 70% der Kinder sind beim Spielen auf diesen Geräten unbeaufsichtigt und ungefähr 50% sind beim Surfen nicht beaufsichtigt durch Elternteile. Das ist vielleicht was, was auch wichtig im Hinterkopf zu behalten ist. Auch bei 6- bis 7-Jährigen findet wenig Kontrolle der tatsächlichen Internetaktivitäten statt. Ja, wenn wir jetzt uns auf die ältere Altersgruppe der Jugendlichen aus der JIM-Studie fokussieren, die 12- bis 19-Jährigen, dann sehen wir auch, dass das Smartphone der absolute Spitzenreiter ist. Mit 99% hat eigentlich fast jeder Jugendliche in dieser Altersgruppe ein eigenes Smartphone. Und der Computer bzw. Laptop nimmt auch deutlich zu, also ist genauso eigentlich auch mit 99% jeder, so gut wie jeder hat, besitzt einen eigenen Computer beziehungsweise Laptop in dem Alter. Genau. Ganz unten sind dann solche Sachen wie Smart Speaker, das haben 39% oder einen E-Book-Reader mit 34%. Interessant ist auch, dass durchaus 83% sagen, sie haben ein eigenes Fernsehgerät, was auch über Internetzugang verfügt. Wenn wir uns in dem Zug auch einmal die Nutzungszeit im Internet anschauen, haben wir hier uns auf die Grafik bezogen aus der Kinder- und Jugendstudie 2022, in der gefragt wurde, wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich pro Tag im Internet? Und das wurde an Altersgruppen aufgezeigt. Und das ist total faszinierend, meiner Meinung nach, dass bereits die 6- bis 9-Jährigen ungefähr eine Stunde durchschnittlich am Tag auch schon im Internet verbringen. Und wie wir ganz gut an dieser Grafik sehen, das steigt ganz deutlich an. Und genau, die 16- bis 18-Jährigen geben an, sie verbringen 166 Minuten im Internet am Tag, wo natürlich dann auch die berechtigte Frage ist,
Ja, inwieweit sind diese Angaben auch tatsächlich ja, Realitäts also wahr? Weil ja, wir kennen es alle, wir haben das Smartphone eigentlich alle 24/7 vielleicht nachts auch gar nicht ausgeschaltet bei uns, und ob man dann das tatsächlich auch noch im Blickfeld hat, das ja auch dazu zählt, mal ganz kurz hier und da eine WhatsApp-Nachricht zu beantworten, ist natürlich auch fraglich, und ob es nicht vielleicht sogar deutlich mehr Zeit ist als diese angegebenen 166 Minuten. Was genau passiert jetzt in der Zeit, in der das Internet genutzt wird? Wir schauen wieder zuerst auf die Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Wir sehen, dass es eine Doppelfunktion des Internets gibt, auch schon in den jungen Jahren sozusagen, in den jungen Nutzungsjahren. Denn wir haben auf der einen Seite die digitale Kommunikation. Diese dominiert, das ist der orangene Balken, ganz klar, was die Nutzung von jedem oder fast jedem Tag angeht. Das findet vor allem über WhatsApp statt, auch im jungen Alter bereits. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass explizit YouTube genannt wird als etwas, was ein oder mehrmals pro Woche genutzt wird in hoher Frequenz, genauso wie auf anderen Plattformen Filme, Videos, Serien oder Sendungen angucken. Und auch im jungen Alter ist es bereits mehrmals pro Woche offensichtlich üblich, dass man entweder einfach so einmal lossurft oder dass man explizit Suchmaschinen wie Google und so weiter nutzt. Ungefähr knapp die Hälfte der Kinder gibt an, das zu tun. Wenn wir uns jetzt wieder auf die etwas älteren Heranwachsenden im Alter von 10 bis 18 Jahren fokussieren und die fragen, was machst du zumindest ab und zu im Internet, sehen wir auch hier den Doppelfokus von Nachrichten verschicken auf Platz 1, aber auch Video, Filme, Serien, irgendwas angucken im Internet, auch ganz wichtig, was in dieser Grafik in der Mehrfachnennung auch noch angegeben wurde, von Moment, ja, genau, 69% ist, also deutlich der Mehrheit ist, ja, die Thematik, sich Informationen auch für die Schule etc. zu suchen. Also da ist natürlich dann auch die Frage, okay, inwieweit ist es wichtig, Kinder und Jugendliche ja, Medien affin auch auszustatten im Sinne von Recherchearbeit für die Schule. Dann wurde nach den beliebtesten Websites und Apps von Jungen und Mädchen 2023 in der Icon Kids and Youth Studie gefragt. Und genau, da sehen wir bei den 6- bis 9-Jährigen, dass die Jungs mit 44% YouTube als beliebteste Website bzw. App angeben. Bei den Mädchen ist es die zweitbeliebteste Form. Kika ist noch ein bisschen höher im Kurs. TikTok ist bei den 6- bis 9-Jährigen mit ungefähr 15% unter den Angaben vertreten. Genau, und wenn wir uns die 10- bis 12-Jährigen anschauen, dann steigt deutlich die Beliebtheit von YouTube jetzt ganz klar, vor allem bei den Jungs als absoluter Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala, aber auch WhatsApp und die Kommunikation mit Freunden über die Plattform steigt und wird bei beiden Geschlechtern als zweitwichtigste App genannt. Und TikTok holt auch langsam auf an Beliebtheit und ist bei 35% der Jungs hoch im Kurs und bei 39%, also ein bisschen mehr bei den Mädchen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal konkret auf Social-Media-Plattformen versuchen runterzubrechen bzw. zu konkretisieren, ist auch hier wieder der Doppelfokus sichtbar. Wir schauen wieder zuerst auf die Kinder, 6 bis 13 Jahre. WhatsApp ist hier ganz klar das, was mit 55% jeden oder fast jeden Tag genutzt wird. Ansonsten ist es spannend zu sehen, dass bereits 20% TikTok verwenden täglich. Und 10% Instagram. Das heißt, wenn man versucht, das runterzubrechen, sind es ungefähr ein Fünftel der Kinder, die diese Plattformen auch im jungen Alter schon sehr regelmäßig nutzen. Instagram ist in dieser Altersgruppe noch die zweitstärkste Plattform. TikTok dominiert hier eindeutig. Was man im Hinterkopf behalten muss,
Alle diese aufgeführten Apps, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook und Snapchat, dürfen von dieser Altersgruppe nicht verwendet werden, laut dem Nutzungsalter. Wir haben extra nochmal nachgeschaut. TikTok ist die einzige der Apps, die sogar ab 12 erlaubt, dass sie genutzt wird. Ansonsten liegt das Nutzungsalter zwischen 13 und 16 Jahren. Also diese ganzen Daten dürften eigentlich überhaupt nicht existieren, um das mal in einen Kontext zu setzen. Wenn wir das Ganze aufs Jugendalter erweitern, hier ist auch WhatsApp der unangefochtene Spitzenanreiter, der eben die Kommunikationsfunktion abdeckt. Was spannend zu sehen ist, ist, dass TikTok mit zunehmendem Alter von Instagram abgelöst wird. Wenn TikTok im Alter von 12 bis 13 Jahren noch auf Platz 2 sozusagen genannt wird als wichtige App, wird das mit dem Alter von 14 bis 18 Jahren immer wieder von Instagram abgelöst. YouTube dagegen bleibt relativ konstant bei ungefähr einem Viertel, einem Drittel, je nachdem. Aber man sieht, dass TikTok die Dominanz, die es hat, im Kindesalter nicht halten kann, sondern dass sie durch Instagram abgelöst wird. Warum, weshalb? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Genau sagen kann man es nicht. Ja, wenn wir jetzt die Brücke einmal zurückschlagen zu unseren Content-Creatern bzw. Influencern, dann ist zum einen diese Grafik hier, die nächste, ganz schön aufschlussreich. Und zwar wurden da Kinder und Jugendliche gefragt, ob sie einen Lieblingsinfluencer haben. Und bereits die 6- bis 7-Jährigen, 30% sagen, ja, sie haben einen Lieblingsinfluencer. Sie können also mit dem Begriff sowohl was anfangen als auch die entsprechende Person dazu nennen. Und ja, also wie man sieht, steigt die Kurve an. Den absoluten Peak haben die 14- bis 15-Jährigen, aber ganz allgemein vom Alter 12 bis 18 sind Lieblingsinfluencer hoch im Kurs. Und ja, durchaus gängig und bekannt. Wenn wir jetzt ganz konkret uns anschauen nach genannten Lieblingsinfluencern der IZI, dann ist es so, dass bei den 6- bis 13-Jährigen auf Platz 1 der Mädchen Lisa und Lena genannt werden, gefolgt von Dagi B und Julia. Und jetzt musst du mir nochmal helfen, Johanna, wie spricht man sie aus? Beautics. Mutix, genau, vielen Dank. Und bei den Jungs ist es Julian Bam, Montana Black und Paluten. Und wenn wir uns dann die ältere Jugendlichengruppe von 14 bis 19 anschauen, dann sehen wir vor allem, dass die alten Influencer, also der jüngeren Gruppe, durchaus mit ins Boot genommen werden, auch hier sich durchziehen und auftauchen, aber nicht mehr auf Platz 1, sondern jetzt ist bei den Jungs Rezo auf Platz 1 und bei den Mädchen Bianca Heinicke alias Bibis Beauty Palace, was bei eben genannter Influencerin total spannend ist, meiner Meinung nach, weil die Erhebung aus 2023 stammt und Bibis Beauty Palace als die Influencerin schlechthin Deutsch ja bereits seit 1,5 Jahren eine totale Social-Media-Pause macht. Also eigentlich gar nichts mehr postet, sowohl als auch auf YouTube oder Instagram ist es ganz ruhig geworden um sie, aber dennoch sind die Fans, wenn man davon so sprechen kann, ihre Follower, ihr treu und nennen sie immer noch auf Platz 1. Außerdem interessant in diesem Kontext ist die geschlechterspezifische Verteilung, das heißt, Jungs nennen von Platz 1 bis 5 auch nur männlich gelesene Influencer, während Mädchen von Platz 1 bis 5 nur weiblich gelesene InfluencerInnen nennen. Wir schauen nochmal auf die Fair-5-Studie, die eben qualitativ und quantitativ 14- bis 18-Jährige zum Verhältnis mit ihrem Lieblingsinfluencer befragt hat. Es gibt verschiedene Erkenntnisse aus dieser Studie. Wir haben uns jetzt auf drei beschränkt. Die erste hat zu tun mit der Anzahl der abonnierten Influencer-Kanäle. Wenn wir uns das anschauen, sieht man, dass es offenbar doch eher
eine gediegenere Auswahl ist, wenn man so möchte. Ungefähr die Hälfte der Mädchen und Jungen gibt an, zwischen 21 Influencern und Influencerinnen abonniert zu haben. Das heißt, wir könnten interpretieren, es findet eine nicht durchweg Beschallung statt, sondern man sucht sich diejenigen schon relativ bewusst aus, von denen man Content mitbekommen möchte. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis lässt sich auf die Themenbereiche beziehen, die konsumiert werden. Man sieht, dass viele verschiedene lebensrelevante Bereiche abgedeckt werden durch die Lieblingsinfluencer. Man sieht auch, dass es gewisse Unterschiede gibt. Bei den Mädchen ist vor allem Lifestyle, Fashion und Beauty als die konsumierten Themenbereiche zu nennen, die die meisten angeben. Bei den Jungen ist es so, dass das Gaming dominiert, ansonsten Sport und Musik auf Platz 2 und Platz 3 zu nennen sind. Die Jugendlichen wurden außerdem gefragt, wie viel Geld sie in Produkte des Lieblingsinfluencers investiert haben innerhalb der letzten 6 Monate. Also ein Produkt oder mehrere Produkte, die explizit von dem Lieblingsinfluencer beworben wurden. Und man sieht, dass das relativ, ja, gestreut ist. Was man aber sagen kann, ist, dass auf jeden Fall Geld ausgegeben wird. Wenn wir weniger als 20 Euro, 21 bis 50 Euro und 51 bis 100 Euro zusammennehmen, also praktisch bis zum dreistelligen Bereich, sind es 75% der Jugendlichen, die in diesem Bereich gekauft haben. Man sieht auch, dass die Höherbeträge, also die Beträge zwischen 100 und 500 Euro, eher weniger besetzt sind, aber dass innerhalb der letzten 6 Monate etwas vom Lieblingsinfluencer gekauft wurde, was beworben wurde, das ist relativ eindeutig. Ja, und darauf knüpft eigentlich ganz gut auch das Schaubild jetzt an aus der Gym-Studie zu den Influencern, Aussagen zum Thema Influencer-Stimme zu. Und zwar, wenn wir uns schon das erste Item anschauen, also wenn InfluencerInnen Werbung machen, ist das immer auch gekennzeichnet. Voll und ganz und weitestgehend stimmt da die absolute Mehrheit mit 64% zu. Also genau, da gehen eigentlich schon die meisten durchaus davon aus. Nur ja, die geringe Gruppe sieht es eher als, ja, zweifelt es ein bisschen an, sieht es als fragwürdig oder ist sich da nicht so ganz sicher. Außerdem interessant, das Item 3, die InfluencerInnen, denen ich folge, sprechen über ernsthafte Themen. Da sieht man, dass die Mittelantwort Möglichkeiten ganz, ganz hoch im Kurs sind. Das heißt, voll und ganz sagen nur 13% und aber auch gar nicht, brauche ich nicht im Sinne von muss es jetzt nicht sein, auch nur so ungefähr 20%. Also man sieht, es ist der Bedarf da, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, aber jetzt auch nicht zu sehr. Also es ist eigentlich so, wir befinden uns da jetzt so im Mittelfeld, was die Selbsteinschätzung angeht. Und ganz, ganz interessant und auch für mich erstaunlich, das letzte Item, ich möchte später auch gerne Influencerin werden, wird doch von der deutlichen Mehrheit negiert, wird gesagt, nee, möchte ich auf gar keinen Fall, 56%, und auch 26% sagt, nee, nee, eher weniger. Und ja, nur insgesamt 18% sind schon eher positiv und denken, das könnte vielleicht ein ganz guter Beruf sein. Wenn wir jetzt unsere wichtigsten Punkte in einem Resümee nochmal zusammenfassen und auch jetzt dann anschließend mit Ihnen in die Diskussion gehen, möchten wir nochmal folgendermaßen auf einige Aspekte eingehen. Und zwar zum einen, ja, wir haben in jeder Studie, die wir durchforstet haben, den deutlichen Anstieg von Smartphone- und Computer-Tablet-Besitz mit zunehmendem Alter festgestellt. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend eigentlich, aber dennoch was sich, glaube ich, als lohnenswert herausstellt, das auch immer wieder in Blick zu fassen. Instagram löst TikTok mit zunehmendem Alter ab. Da können wir auch gerne noch mal drüber
diskutieren, warum das dann so ist, warum ja genau die älteren Jugendlichen dann doch eher auf Instagram zu finden sind als auf TikTok. Ja, bereits rund 30% der 6- bis 7-Jährigen haben einen Lieblingsinfluencer. Hier auch nochmal die Legitimation, dass das Thema Influencing nicht nur was für die Sekundarstufe ist, sondern durchaus auch im Grundschulbereich Anklang findet. Und die Bedeutsamkeit von WhatsApp und Social Media Plattformen ist bereits im Kindesalter da, trotz der entsprechenden Altersbeschränkungen. Und noch einmal auch noch mal das Betonen des letzten Punktes, dass es eine deutliche Skepsis gibt der Jugendlichen bezüglich des Berufs Influencer werden mit zunehmendem Alter. Ja, dann sind wir am Ende angekommen, freuen uns jetzt auf Ihren Diskurs und auf unser gemeinsames drüber sprechen aus diesen Studienergebnissen und bedanken uns recht herzlich.